Dreh doch um jetzt, die Scheiße. Oh, ich hab ihn noch getroffen. Was will er denn? Was will er denn noch? Und Kamehameha! Ey, das war jetzt einfach. Also mit zwei großen Feuerbällen geht er weg. Wayne Reporter. Fabius hat ihn ertappt, als er im Anwesen herumschlich und hat ihn auf den Opfertisch gefesselt. Ich andererseits habe Fabius niedergestochen. Ich kann fühlen, wie etwas durch meine Adern rast. Die Flammen der Hölle durchströmen mich. Wayne hat die Kreuze gedreht, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Und das haben wir natürlich. Und er ist down. Wayne Preston. Was war das jetzt? Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heilige deinen Streit, erwecke die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten? Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. Das ist meine einzige Erklärung. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismus-Kram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? May 1973. Ein Schuss Bildung. Ha, jetzt haben wir es geschafft. Und, wow, der Winter ist vorbei. Auf geht's. Was stand jetzt bei Wayne? Er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide hier in der Kammer bleiben. Niemand wird je davon erfahren, okay? Unser UJ-Brett sagt was dazu. Wiederhole. Jeder Banderole nach Triole sondern. Was? Ich würde gerne mein... hier, mein... wir müssen jetzt lernen, okay. Ja, ich würde gerne mein... Hier. Mein UJ-Brett umtauschen. Ja, ganz in Ruhe können wir jetzt ganz gechillt hier rumlaufen. Hoch, mal sehen, was er uns beibringen kann, der werte Herr Lehrer. Der liest doch da irgendwas, oder? Die Höllennamen zur Verwendung in der Anrufung auf. Ja, der interessiert uns jetzt gerade nicht, der ist bisschen down. Wo war denn das jetzt? Ah, wir sind fast da, okay. Ah, das ist wieder von der Seite. Diese Zimmerverteilung ist echt schrecklich. Unser Herr Lehrer. Guten Tag. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Fangen wir mit dem Unterricht an. Sehr gut.
Mein Privatlehrer James, ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Also, Lucius, zeig mir, welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort. Ja, welche denn? Wie viel ist 1 plus 1 plus 1? Das wird wohl die 3 sein. Sehr gut, Lucius. Ja. Wie viel ist 1 plus 2 minus 2? Das wird wohl die 1 sein. Sehr gut, Lucius. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7 minus 4 plus 5 minus 8? Da bleibt nur noch die 2. Gut. Das nächste Fach ist Biologie. Hast du dein Biologiebuch dabei? Wie soll ich denn das wissen? Das hier. Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. Ja. Such mal. Das muss doch irgendwo sein. Sollen wir dir jetzt helfen, oder was? Ist vielleicht hier im Buch? Was müssen wir überhaupt jetzt machen? Ich check ihn nicht ganz. Vielleicht steht hier was? Nö. Hä? Hier? Es muss doch irgendwo sein. Hallo, ist das ein Buch? Oder? Hallo, das da. Junge. Es muss doch irgendwo sein. Hier. Nein? Okay. Dann weiß ich auch nicht. Ja, dann such mal schön. Was ist mit unserem Papa los? Der war vorhin ein bisschen kirre. Hallo, Lucius. Ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Ja, natürlich. Unser Lehrer ist beschäftigt. Papiere, jetzt. Wir sollen jetzt Papiere holen, obwohl wir irgendwas lernen sollten. Das ist ja unerhört. Ja, holen wir sie einfach mal. Bin hier. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo wir sind. In dem Badezimmer. Ja, das macht mich einfach alles verrückt. Was ist hier? Ah, das ist unser Zimmer. Wir sollen ja ins Zimmer von unseren Eltern. Hier lag doch was, genau. Hier lag... Und den Schlüssel können wir auch nehmen. Sehr gut. Was steht jetzt hier? James. Achso, stimmt. Um den Papieren... Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Es sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Okay. Interessant. Ging es hier runter? Wir sind einmal im Kreis gegangen. Mist. Nicht so vorteilhaft. Dann lass uns eine Runde laufen. Lauf. Hey Junge, Finger weg von Drogen. Ja. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Undankbar und so. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Das muss ich überprüfen. Ein Schubladenschlüssel. Sir, ich wollte nur fragen, haben Sie heute für mich irgendetwas Besonderes zu tun? Was ist, du bist nur für einer. Das habe ich vergessen. Gib mir einen Augenblick, ich muss nur zuerst etwas suchen. Kein das war's nicht. Was ist denn das? Pistolenkugeln. Lol. Wo ist denn hier bitte schon ein Safe? Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Da. Aber. Geh und nerv deine Mutter, ja? Ich muss ein paar Dinge heraus. Wenn jetzt hat der Schlüssel da nicht gepasst hat nirgendwo, weil alles ja offen war. Vielleicht ist der Zimmer. Die Leute reden über Geister. Dafür habe ich mich nicht. Ja. Wenn wir jetzt den Schlüssel von dem Zimmer unserer Eltern haben, dann wird wahrscheinlich da eine Schublade geschlossen sein. Hätte so gedacht, weil es neben den Papieren war, aber scheint auch alles offen zu sein. Ne, da ist was zu. Verriegelt. Einen Moment. Okay.
Hier einmal aufsperren. Was ist da drin? Kann ich das nicht nehmen? Oder so? Was ist das? Ich fand ein Papierstück mit der Nummer... Ah, das ist ja... Da war doch ein Safe, oder? Und der hat solche Zahlen. Also, bräuchte man eine Zahlenkombination dafür. Einen Moment. Oh, was geht ab? So. Wo war jetzt wieder? Hier war es nicht. Boah, ich vergesse immer, wo was war. Das ist der Hammer. Was machst du nur den ganzen Tag? Such dir selbst eine Beschäftigung. Boah, undankbar. Wirklich, dieser Vater. Wie war die Nummer nochmal? 0606. Wow, geht es weit. 06. 06. 1900. Oh, was ist da los? Tut mir leid. 66? Tatsächlich. Und was ist da drin? Ein ungeladener Revolver. Ja, das sollten wir natürlich ändern. Kombiniert. Ich habe eine Pistole im Tresor gefunden, aber sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht seinen Geist schwach. Oh, ich glaube, ich habe eine böse Befürchtung. Geh und nerv deine Mutter, ja? Boah, jetzt halt doch mal die Fresse. Hier. Also ich habe gehört, sie finden etwas nicht, dann bumm. Oder sollen wir das hier irgendwie okay. Und irgendwie... Kontrolle. Hä? Ja, das spritzt es noch so ganz schön raus, ja. Die Lage wurde immer schlechter. Der Lehrer des Jungen beging Selbstmord. Da hätte alles klar sein sollen, aber etwas verschleierte die Wahrheit. Die Pistole, die er benutzte, gehörte Charles Wagner. Aber als der Schuss fiel, sprach Wagner in einem anderen Zimmer mit seinem Chauffeur. Die Pistole wurde in einem Tresor in Wagners Büro aufbewahrt und war nicht einmal geladen. Ich war verwirrt, wie der Lehrer an die Waffe gekommen war. Das gab mir zu denken. Er hätte den Fahrer erpressen und die ganze Sache arrangieren können, aber das war Spekulation. Das Anwesen war in einem kompletten Durcheinander. Mrs. Wagner litt deutlich und befand sich in einem gebrechlichen Zustand. Einige der verhörten Personen haben mir erzählt, sie führe Selbstgespräche und würde ohne Grund lachen. Wer könnte ihr das verdenken? Besonders nach dem, was dann passierte. Dafür hätte man ein Genie sein müssen. Wir entdeckten, dass der kleine Filmcontainer von Onkel Tom noch einem anderen Zweck diente. Dort könnte ein kleines Loch für bestimmte Gelegenheiten gewesen sein. Ich sah nur nicht den Sinn. Mr. Wagner war nun vollständig davon überzeugt, dass seine Familie irgendwie verflucht worden war. Noch schien dies sehr weit hergeholt zu sein. Ja, und dieses Guckloch haben wir ja schon gefunden. Erster Juni 73.
Voyeur. Ah, wieder ein neuer Morgen.